Oh, wir haben gleich wieder ein Kraftlevel voll. Wird jetzt natürlich länger dauern, auch weil wir schon gewisse Level haben und wir schon wieder müde sind. Warum sind wir eigentlich schon wieder müde? Ich habe so das Gefühl, wir haben noch nicht mal einen halben Tag rum. Na ja, gut. So, ich schicke noch mal nicht zu viele nach oben. Ich weiß nämlich nicht, wie viel Platz ich noch habe. Wir sind ja jetzt recht schnell oben am Bauen. Das heißt, wir sind auch recht schnell wieder unten. Das ist Kevin wird, denke ich mal, es nicht schaffen. Vor uns fertig zu werden. So, hat funktioniert. Ah, wieder fast alle voll. Wir müssen auch demnächst unbedingt, also jetzt, wo der Hochzeitsstress durch ist, muss ich mal gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass wir wieder alle Spiele, die wir gerade spielen, auch irgendwie zwischendurch mal wieder spielen. Auch um auf YouTube alles wieder zum Laufen zu bekommen. Unter anderem müssen wir demnächst nochmal einen entspannten Hausbilder-Stream machen. Dann brauchen wir natürlich auch wieder Story of Seasons. Da wollte ich auch nochmal weitermachen. Achso, da ist leer. Ich wollte gerade sagen voll. Wer hatte eigentlich nochmal die Idee, diesen Scheiß zu bauen? Achso, da muss ich erst was hinstellen, ne, bevor das klappt. Okay. Einen halben reinmachen, das meine ich. Wow, muss erstmal einen halben rein. So. Was hältst du von Stranded Deep? Kann ich dir nicht sagen, weil ich es noch nie gespielt habe. Ich habe es auf meiner Wunschliste eigentlich. Aber momentan... Oh, fuck. Was ist denn da los? Oh, fuck. Ja, hallo, ich habe euch gesehen. Eieiei. Ja. Im Namen des Herrn. Hier, Fotzenviecher. Brennt doch mal. Alle. Wow. Sehr gut, Bärbel. Oh. Schicker Move. Hast du das im Ballettunterricht gelernt, oder was? Waren das alle? Dann würde ich jetzt gerne mal wieder mein Messer ansetzen. Oh nein, ich... Es ist egal, wie ich es mache. Entweder sieht es so aus, als wenn ich den von hinten nehme, oder es sieht so aus, als wenn ich ihn... von hinten mein Messer reinsteck. So wie jetzt. Was?
Hast du auch was gegen Gott? Nein. Oder ist hier noch einer? Also ich kann dich voll verstehen. Ich bin auch gegen die Kirche. Also keine Angst, Bärbel. Ne? Ich weiß, die Kirche ist scheiße. Alles gut. So, oh, jetzt liegt er. Weißt du, wenn ich ihm Bäume fäll, ne, dann ist er nicht mehr aufzuhalten. Ah. Er hat ihn jetzt schon wieder gesehen. Da ist doch niemand. Oder siehst du mehr als ich? Die hat doch eben schon wieder dieses Hände hoch, so, oh, lass mich in Ruhe, Zeichen gemacht, oder? Bin ich jetzt doof? Naja, hau mal wieder ab. Hau mal wieder ab. Wir Frauen sollen ja in der Öffentlichkeit zukünftig keine Bananen oder Eis essen. Es wäre obszön oder sexuell anzüglich. Ja, das geht doch gar nicht. Das dürft ihr überhaupt nicht. Also, es ist ein Unding, dass ihr das macht. Na? Also, wir Männer werden alle davon getriggert. Alle. Also, es gibt eigentlich quasi keinen Mann, der sich einfach mal ein bisschen zusammenreißen kann. Gibt's nicht. Also, Emanzipation und so, vergesst das. Könnt ihr vergessen. Wir Männer sind einfach bodenlos. Ich weiß zwar jetzt auch nicht, wie ihr darauf kommt. Ach so, wahrscheinlich, weil ich über die Kirche geredet habe, ne? Oh, mir fehlen manchmal die Zusammenhänge, weil ich nicht mehr denken kann. Na. So. Sind wir da voll? Jetzt können wir mal eben gucken. Dass wir die da hinlegen. Läuft in den Medien hoch und runter, gefordert von Muslimen. Okay, habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja. Gefüttert wahrscheinlich von den Grünen. Man weiß es nicht. Holz rein, ne, in so einen Turm. Achso, ne, erstmal die Wände weiter, ne? Oder erstmal hier, dass wir nicht rausfallen, wenn wir um die Kurve kommen.
Mit der Behauptung, bei denen im Land dürfen das die Frauen auch nicht, was schon ein paar Landsleute als Unsinn abgetan haben. Okay, ja, ey, die Welt ist auch echt verrückt geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja auch so ein Grund, warum ich recht schnell, auch wenn sie gut für meinen Kanal waren, mit diesen Reactions aufgehört habe. Weil das macht einen die Rübe kaputt, wenn man sich das so anhört, was manche Leute fordern und... Das ist einfach, die sind einfach alle behämmert. Allen voran die Männer, die jetzt die ganze Zeit rumheulen wegen den Frauen, weil sie nichts mehr zu sagen haben und fühlen sich getriggert, wenn sie knappe Sachen anhaben und so. Oh, das ist so... Ja, meine Güte. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist für mich ist das alles nur noch Kopfschütteln, ey. So, machen wir nochmal voll. Ich glaube ja, ne? Bevor wir ins Bett gehen. Also kommt drauf an, wie schnell das jetzt dunkel wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei diesen ganzen Debatten ist auch so, die Leute versuchen, anderen was zu verbieten, weil sie selbst ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Weißt du, weil sie es selbst nicht geschissen kriegen, sich einfach mal zusammenzureißen, wenn eine Frau einen Rock anhat. Weißt du, so, um jetzt einfach mal das Thema als Beispiel zu nehmen. Halt immer schön den anderen die Schuld geben, ne? Das können ja mittlerweile alle ganz gut. Was denn? Haben wir Besuch? Bärbel, was ist mit dir los? Warum machst du dauernd diese Handhaltung, als wenn wir Besuch haben? Okay, ich sehe nichts mehr. Ich glaube, ich gehe langsam mal hoch. Ja, das wird schnell dunkel. Habt ihr recht. Der Kollege pfeift ja auch schon aus dem letzten Loch. Ich glaube, dann gehen wir jetzt einfach pennen. Zack. Speichern. So, erst trinken. Ja, diese Alpha-Mail-Bewegung, das sind halt alles Vollpfosten, ne? Das sind halt Vollpfosten, die das mit ihrem Ego nicht, die mit ihrem Ego nicht klarkommen, wenn eine Frau mal was zu sagen hat. Und dann erzählen die noch ein Bullshit. Ey, wo du denkst, das kann nicht dein Ernst sein. Oh nein, wir haben Winter. Oh nein. Also ja, irgendwo ist es auch gut, dass wir hier mal weitermachen können. Aber ja gut, dann wird das erst im nächsten Sommer was. Ganz ehrlich, ich sage... Und das meine ich ernst, weiß nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte und die mir mal gezeigt hätte, was richtig und was falsch ist. Na? Also, jeder Mann, der irgendwie sagt, Frauen sind scheiße, Männer müssen das Sagen haben, die ticken halt nicht ganz richtig. Die schnallen nicht, wie sehr eine Frau dein Leben bereichern kann und vor allen Dingen gut in der Spur halten kann. Das ist
Es ist alles totaler Quatsch. Diese Alpha-Mail-Kack. Oh, Abati. Hey. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe schon gesagt, nächste Woche gibt's mal einen, ja, Just-Chatting-Stream. Dann reden wir mal ein bisschen über die Hochzeit und so. Weil ich wollte das jetzt nicht alles hier bei The Forest irgendwie erörtern. So, wir müssen mal eben, Kevin, du kannst, glaube ich, jetzt aufhören. Es wird Winter. Du kannst jetzt mal, hol mal Stöcke und fallen lassen. Wir müssen hier mal einen Schlitten und so, die er voll machen kann mit Stöcken, Schrägstrich auch Stein. Vielleicht nerven die Leute ja an dem Tag nicht und kann mal wieder mitquatschen. Welche Leute meinst du damit? Auf der Arbeit oder was? Oder allgemein? Bei dir ist ja im Moment auch so viel los, ne? Ja. Sagst du einfach, es ist wichtig. Wir sollen alles Maul halten. So, wir machen jetzt das Holz, was wir haben, machen wir leer. Den Rest lassen wir unten. Und dann kümmern wir uns, wie gesagt, erstmal wahrscheinlich um wieder die Winterprojekte. Vier Wochen hast du Urlaub, ist ja eh alles egal, bist auch nicht zu erreichen. Das ist das Beste, was du machen kannst im Urlaub. Zu sagen, Leute, geht mir nicht auf den Sack. Ich muss auch noch mal gucken, wann ich jetzt im Urlaub, wann ich Urlaub mache. Habe ich noch gar nicht drüber gesprochen in meinem neuen Job. Dann sind wir jetzt hier gleich durch. Dann gucken wir mal, dass wir unten so eine Schlitten bauen. Kommt eh bloß der Kollege hier. Okay. Da habe ich schon zwei runtergeschmissen. Ach, die lasse ich da auch liegen. Das ist mir eigentlich ist mir das so egal. Genau, die, ich muss immer gucken, dass der Pfeil in die bestimmte Richtung guckt. Dann habe ich auch keine Probleme. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, das hier wird, glaube ich, Etage 8. Also die siebte ist fertig. Das wird 8. Ich habe gesagt, ich denke mal, wir brauchen 10, damit wir das Meer sehen können. Aber jetzt wird wieder Winter. Jetzt würde ich natürlich gern wieder... Ich hatte da ja noch so ein, zwei Projekte im Winter. Da würde ich natürlich jetzt gleich gerne mal rangehen. Lass mal gucken hier, dass Kollege Schnürschuh. Hoffentlich werde ich jetzt nicht überrascht. Lagerung, Lagerung.
Achso, das war der Steinkamin. Da, Holzschlitten. Die Frage ist, einfacher Holzschlitten oder den? Ich weiß halt nicht. Der hier ist auch gut für die Nacht. Geht in den Holzschlitten. Weiß das einer von euch, ob der hier einfach nur auch beleuchtet ist oder ob da auch mehr reingeht? Das wäre ja auch gut zu wissen. Vergiss nicht zu speichern zwischendurch. Ja, gerade jetzt im Winter wieder, natürlich. Spring mal runter, wie hoch der Fallschaden ist. Nee. Wie gesagt, der ist einfacher zu bauen, aber der sieht geiler aus, ne? Wisst ihr das? Ob hier mehr reingeht? Versorgungstechnisch? Das Doppelte an Sticks, ne? Der sieht ja auch größer aus. Weil ich baue die mal eben beide. Also nicht direkt, sondern ich stelle die einfach mal nebeneinander und guck mal, was ich das Gefühl habe, welcher größer ist. Ich weiß es nicht. Das ist sehr gut. Wofür habe ich euch? Wenn ihr eh nichts wisst. Ich wollte gerade sagen, weißt. Also vom Ding her sieht der andere größer aus. Also für mich geht da auch mehr rein. Also. Guck mal, und wir brauchen sogar Holz dafür. Okay. Kevin, hau rein. Wir brauchen mehr. Oops.